Hey, und schön, dass du wieder da bist. Ja, heute möchte ich einmal über das Human Design reden und ob das dann jetzt tatsächlich ein Geschenk ist, das uns bereichern kann, oder ob es einfach nur ein Fluch ist, der irgendwie, ja, vermeintlich über unser Leben bestimmt und uns schon vorhersagt, wann wir sterben werden und wie unser Leben aussehen wird, welchen Lauf es nehmen wird. Und ja, also es ist mal so die Frage, die ich irgendwie häufig gestellt bekomme, ja, habe ich denn dann überhaupt noch ein Mitspracherecht über mein Leben, wenn ich das Human Design jetzt kennenlerne und das in meinen Erfahrungsschatz mit aufnehme oder mich darüber informiere? Und genau, darüber mag ich heute einmal reden, auch aus einer ganz persönlichen Sicht tatsächlich. Da ich das Human Design jetzt nahezu 4 Jahre kenne ich es. Und ein Jahr habe ich es komplett abgelehnt. Ich dachte, was für ein Scheiß, wie kann mir auch nur irgendein System der Welt irgendetwas über mich erzählen? Also ich war tatsächlich so auf diesem gegenteiligen Pfad unterwegs, von wegen, es hat mir keine Angst gemacht, im Sinne von, dass ich das Gefühl hatte, es würde über mein Leben bestimmen, sondern ich dachte, bitte, wie soll mir auch nur irgendetwas, was anhand meiner Geburtszeit, meines Geburtsdatums, meines Geburtsortes ausgerechnet wird, sagen, wer ich bin und was ich brauche und was meine Bedürfnisse sind, was auch meine Kernwunde ist oder sonstige Dinge, wo ich echt dachte, wow, krass. Und habe da einen sehr schnellen Riegel vorgeschoben, insbesondere weil ich mich kurz reingelesen hatte und gelesen hatte, hey Megan, du bist eine Manifestorin. Und ich dachte, ich bin eine Manifestorin, habe so kurz gelesen, dachte, wow, krass, Hitler war ein Manifestor. No way. Also, und habe das dann auf diesen beiden Grundlagen erstmal völlig ein Jahr zur Seite geschoben und abgelehnt, bis ich dann gesagt habe, okay, es ist mir irgendwie jetzt ziemlich oft immer nochmal begegnet und gesagt, gut, ich starte dann ein Experiment. Und mein Experiment sieht so aus, dass ich nichts glaube, was dort steht, bis ich es nicht erfahren habe. Und vielleicht sogar dann schon im zweiten Schritt. Ich fuchse mich so rein und ich fange so an zu analysieren, dass ich dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, zuerst sagen kann, welche Zentren ich in ihm aktiv, das heißt definiert spüre und welche nicht. Und erst dann schaue ich ins Human Design rein. Und das sind so Dinge gewesen, die mich einfach sehr tief ein ganzes Jahr dann begleitet haben. Die Forschungen im Human Design, meine eigenen Forschungen in sämtlichen Richtungen mit sämtlichen Menschen. Und ich kann sagen, wow, also für mich ist das Human Design auf der einen Seite ein mega großes Geschenk und auf der anderen Seite ist es tatsächlich, würde ich sagen, sehr viel Mind. Also ich würde nicht sagen, das Human Design ist ein Fluch. Ich würde sagen, es ist nur an vielen Stellen einfach viel zu viel Mind und viel zu viel Verstand und viel zu wenig Leben. Und genau deswegen habe ich das für mich versucht, so ein bisschen in das Leben zu bringen und zu integrieren und damit wirklich ins Experiment zu gehen. Und das ist ja eigentlich das, was das Human Design von Grund auf sagt. Von Grund auf sagt das Human Design, hey, das ist ein Experiment und begib dich mit diesem Wissen in dein Experiment, in dein Leben und beginne mit deiner Strategie und Autorität. Und was die meisten Menschen dann tun, ist, darüber hinwegzulesen, über ihre Strategie und Autorität. Und in die Tore reinzugucken, in die Kanäle reinzugucken, wo sind meine Potenziale, wie kann ich mich ernähren, was ist meine perfekte Umgebung, was ist meine Kernwunde, was sagt meine Venus-Sequenz aus, ja, was hält für mich meine unbewusste Seite für Schattenaspekte für mich bereit, die ich in Heilung bringen kann. Und wo ich dann so sage, hey, aber deine Strategie und Autorität lebst du einfach gar nicht. Also, der ganze Rest kann wie überhaupt nicht natürlich funktionieren, wenn wir nicht nach der Strategie und Autorität leben. Und das finde ich so spannend in dem Human Design, weil eigentlich ist es dann den Weg, den wir alleine finden können und alleine gehen können, ohne ganz tief tauchen zu müssen. Denn wenn wir wirklich unserer Strategie und Autorität folgen, dann kommt alles von allein zu uns. Und wir begegnen den ganzen Dingen auf unserem Weg von ganz allein. Und das finde ich das Spannende. Auch da habe ich viel probiert und habe einfach versucht, nach anderen Strategien und Autoritäten zu leben. Ich habe gesagt, ich widersetze mich jetzt meiner Strategie und Autorität und gehe mit den anderen Strategien und Autoritäten in
Kontakt in Verbindung und forsche, was passiert in meinem Leben, wie fließt es und wie fließt es nicht. Und ich habe festgestellt, scheiße, irgendwie fließt nichts, wenn ich nicht nach meiner Strategie und Autorität gehe. Das heißt, wenn ich nicht informiere, dann bröckelt mein ganzes Umfeld um mich herum zusammen und niemand weiß mehr, wo ich stehe, was ich denke, was ich vorhabe und alle fühlen sich einfach nur irgendwie unsicher in meiner Gegenwart. Und ja, wenn ich meine emotionalen Wellen nicht durchlaufen lasse, dann treffe ich Entscheidungen aufgrund einer emotionalen Hochwelle heraus und dann sage ich 2 Tage später, du sorry, ich glaube, wir können den Termin doch absagen. Also ich habe wirklich sehr versucht, mich dagegen zu stellen, um im Dagegenstellen zu meiner Wahrhaftigkeit zu finden und kann sagen, okay, seitdem ich irgendwie es angenommen habe und sage, okay, es tut mir einfach gut, mir und meinem Umfeld tut es mir gut zu informieren als Manifestor und nach meiner emotionalen Autorität zu leben, merke ich, dass einfach ganz vieles von alleine einfach fließt in meinem Leben. Und ich war auch dann sehr lange im Mind verankert und habe dieses ganze Human Design durchforstet, es in alle Ecken und Kanten und habe zum Beispiel auch das Gene Keys, also den Gen des 64 Genschlüsselbuch gelesen, was ja echt wirklich in die Tiefe geht. Und habe gemerkt, irgendwann, boah, krass, Megan, du bist viel zu viel im Verstand unterwegs. Du hast jetzt so viel gelernt, aber wie sieht es mit der Umsetzung aus? Wie sieht es mit dem aus, dass ich jetzt irgendwie so und so viel Schatten in mir kennengelernt habe? Wann bringe ich die denn in die Gabe und wann bringe ich die in diese Idee? Also diese unterschiedlichen Ebenen dann auch wirklich umzusetzen und zu integrieren im Leben, zu leben, zu zelebrieren, zu erfahren, zu fühlen. Und das war so der Punkt, wo ich ja tatsächlich dann beim Human Design Wissen für mich einen Punkt gesetzt habe und gesagt habe, okay, ich bin jetzt auf einem Stand, wo ich sage, ich habe so viel erfahren, ich habe mich so nochmal ganz anders erfahren und mein Umfeld nochmal ganz anders erfahren. Ich kann mit einem ganz anderen Blick auf mein Umfeld blicken. So dieser typische Satz von, weil ich so bin, bist du doch auch so. So gehen wir halt häufig durchs Leben. Wir schließen oft von uns auf andere. Und da war das Human Design für mich ein unglaublich großes Geschenk zu erkennen. Hey, nein, wir sind alle unterschiedlich. Und nicht mehr nur in den Typen unterschiedlich, was ja schon eine unglaubliche Bereicherung ist, sondern in so viele kleine Feinheiten hinein. Wenn ich nun mal alleine die Ernährungstypen sehe im Human Design, dann gibt es die Hellesser, die Dunkelesser, die Lautesser, die Leiseesser, die Einzelesser, die Komplexesser, die ihr Essen fühlen, anfassen, erleben dürfen, die ihr Essen riechen müssen vorher. Also so unterschiedliche Arten und da sehe ich dann plötzlich, hey krass, wow, wie schön, auch wie bunt und auch in welchen Umgebungen wir uns wohlfühlen. Es ist auch das, was ich jetzt nochmal wirklich auf einer ganz tieferen Ebene verstanden habe. Wenn ich mich zum Beispiel oder wir uns in der Umgebung, wo wir uns befinden, nicht wahrhaftig wirklich wohlig fühlen, dann fließt der ganze Rest in unserem Leben auch nicht. Und das ist ganz spannend. Denn da gibt uns das Human Design auch mega, einen mega großen Schlüssel dazu. Okay, was ist denn deine optimale Wohlfühlumgebung? Und ja, also mega Geschenke. Ich finde, das Human Design hält mega viele Geschenke bereit, wenn wir gewillt sind, die auch ins Leben umzusetzen, dieses Wissen dann wirklich zu verkörpern, zu integrieren und auch ja, zu leben. Das ist so das, was ich sehe. Und das Human Design an sich gibt uns keine Aufschlüsselung darüber, wann wir vielleicht sterben werden. Das sind Aspekte, die man eher in der Astrologie sehen kann, einen Bezug dazu nehmen kann, was für bestimmte Konstellationen dazu führen könnten, das ist möglich, aber das sind auch solche Dinge, in die ich gar nicht reingehen würde, das überhaupt aufschlüsseln zu wollen, weil ja, wie ist es überhaupt so mit einer Prognose zu leben, sage ich mal, ne? Was wiederum ein anderes Thema ist. Und sonst, ja, denke ich immer, das Human Design ist einfach auch an der Stelle ein Geschenk, wirklich in den Körper zu kommen.
Ja, ich sage, es hält enorm viel Verstandeswissen oder Verstandesfutter für uns bereit. Aber wenn wir nach unserer Strategie und Autorität leben, dann kommen wir in unseren Körper, denn wir treffen die Entscheidungen wieder aus unserem Körperbewusstsein heraus. Allein nur die Generatoren aus ihrem Bauchgefühl heraus, aus ihrem aus ihrem Ja, aus ihrem Ja. So, aus diesen unterschiedlichen Gefühlen, das ist der Körper, der zu uns spricht. Und überhaupt mal wieder erkennen zu können und lernen zu können, okay, unser Verstand ist ultra wichtig und wir können ultra viele geile Sachen denken mit ihnen, durchdenken, analysieren, reingehen. Aber unser Körper, der sagt uns ganz genau in präzisen Gefühlen, was es gerade für uns braucht. Ist es ein Ja, ist es ein Nein, fühlt es sich wohlig an, fühlt es sich eher so wie eine Schranke oder Sperre an. Und das sind so Dinge, wo ich sage, es könnte uns als Menschheit einfach mega dienen, darüber auch mehr in unseren Körper zu kommen und mit unserem Umfeld in Kontakt zu sein. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin mit Generatoren in Kontakt, ich muss es auch gar nicht wissen. Ich merke ihr Bauchgefühl, ich merke ihr Ja und ihr Nein, was ich sozusagen in ihrem Bauch merke. Dadurch, dass ich ein offenes Sakralzentrum habe, fühle ich die Ja und Neins der Generatoren. Und das ist einfach ein ultra großes Geschenk, was ich sehen kann und was ich fühlen kann, wenn wir darüber im Austausch mit unserem Umfeld sind. Genau. Ich überlege gerade, ob es noch was an der Stelle braucht, zu sagen, Fluch oder Segen. Als ja, gut oder herzensgemeinter Impuls an dich an der Stelle, geh ins Experiment mit dem Human Design. Ganz neugierig, offen, erfahren wollend, forschen wollend, dich neu kennenlernen wollend mit einer, ja, mit dieser kindlichen Neugierde. Und fühl einfach rein, sowohl in den Augenblick, als auch versetz dich in vergangene Situationen und überleg, okay, da habe ich so und so gehandelt, da hat mein Leben so und so reagiert, da ist es so und so geflossen oder auch nicht geflossen. Und lass sozusagen dein Leben sowohl Revue passieren mit diesem Wissen, als auch in diesem Moment hier zu sein. Genau. Und wenn du jetzt Fragen an dieser Stelle hast, ja, was ist denn überhaupt meine Strategie und Autorität und wie kann ich da jetzt konkret mit ins Experiment gehen? Und was sind vielleicht noch Dinge, die du mir mit auf den Weg geben kannst, Megan? Dann melde dich gern bei mir. Schreib mir eine E-Mail, die findest du in der Beschreibung. Lebe.deine.seelenessenz@gmail.com. Und wir machen einen Termin aus, per Telefon oder per Zoom. Wenn du in der Nähe wohnst oder ich gerade in deiner Nähe bin, auch gerne persönlich. Und lass uns gemeinsam in dein Design schauen und in dein Experiment starten. Ah, hey.